Wir sind heute auf einer Bahnstrecke unterwegs, die häufig zu den schönsten Deutschlands gezählt wird. Und zwar ist es im Gegensatz zu den meisten anderen als besonders schön geltenden Bahnstrecken nur eine ganz kleine Nebenbahn, und zwar die Elstertalbahn. Wir fahren heute von Weischlitz über Plauen-Vogtland bis nach Greiz. Den Streckenverlauf seht ihr hier auch auf der Karte. Betrieben wird die Strecke von der Vogtlandbahn mit Regio-Shuttle, und wenn ihr euch den Regio-Shuttle hier anschaut, seht ihr schon ganz eindeutig, dass der eigentlich von der ODEC stammt. Den wollte ich euch ja sowieso schon länger mal vorstellen. Den ODEC Regio-Shuttle hat irgendwie aus verschiedenen Gründen immer nicht geklappt. Jetzt können wir zumindest mal reinschauen. Die Innenausstattung ist nämlich noch ähnlich, aber nicht gleich. Den Unterschied zeige ich euch dann. Den seht ihr hier schon, nämlich die Tische, wie wir sie auch im letzten Video gesehen haben bei der Vogtlandbahn. Die stammen eben auch von der Vogtlandbahn. Die gibt es bei der ODEC so nicht. Die wurden nachträglich eingebaut, genauso eben auch die Steckdosen. Also man hat diesen Triebwagen hier, der eigentlich von der ODEC stammt, auf das Komfortniveau der Vogtlandbahn angehoben, nur eben noch nicht äußerlich umlackiert. Ansonsten haben wir eben die Sitze der ODEC mit dem Sitzmuster der ODEC, aber das Komfortniveau der Vogtlandbahn. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie bei der Vogtlandbahn und wünschen eine angenehme Fahrt. Wir haben Weischlitz nun verlassen und fahren dann erstmal vorbei am Bahnhof Kürbitz, verlassen dann die Bahnstrecke, die aus Plauen-Vogtland-Oberer Bahnhof kommt, und überqueren zum ersten Mal die Elster. Wir passieren jetzt erstmal die beiden Bahnhöfe Plauen-Zellwolle und Plauen-Vogtland-Unterer Bahnhof. Die werden beide leider nicht mehr bedient. Der untere Bahnhof wurde durch den Bahnhof Mitte ersetzt, der sich etwas zentraler befindet und auch besser an den Nahverkehr angeschlossen ist. Danach folgen wir weiter der Elster, genau genommen der Weißen Elster. Und dann beginnt auch schon der landschaftlich besonders schöne Teil dieser Strecke, sobald wir Plauen verlassen haben. Während wir hier noch den ehemaligen Bahnhof Plauen-Krieschwitz passieren. Hier bestand auch Anschluss in Richtung Lottengrün und weiter in Richtung Falkenstein. Das existiert heute aber nicht mehr. Und jetzt werden wir mehrfach hintereinander die Elster überqueren und kommen dann zum ersten Tunnel der Strecke, dem gut 200 Meter langen Möschwitzer Tunnel. Und danach folgt dann bereits das Highlight dieser Strecke, denn dann treffen wir auf eine Brücke, die wir im letzten Video überquert haben, nämlich die Elstertalbrücke, die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt. Oben führt dort die Bahnstrecke zwischen Hof und Dresden hinüber, und wir fahren nun 68 Meter darunter, unter diesem beeindruckenden Bauwerk hindurch. Sozusagen kleine Schwester vom Gölschtal-Viadukt. Da sieht man so ein bisschen auch, die Architektur ist also sehr ähnlich. Hier kommt die Brücke jetzt gerade in den Blick. Das Gölschtal-Viadukt nochmal beeindruckender, aber auch die Elstertalbrücke wirklich sehr, sehr schön und sehenswert und sehr beeindruckend, unter ihr hindurchzufahren. Wie gesagt, im letzten Video sind wir oben drüber gefahren. Diese Brücke wurde genauso wie das Gölschtal-Viadukt bereits 1851 eröffnet. Also wirklich sehr beeindruckend. Danach wird es dann landschaftlich immer noch schöner. Das Tal wird noch enger und wilder. Wir haben auch verschiedene Bahnhöfe entlang dieser Strecke hier. Zunächst Badmühle und Rentschmühle. In Badmühle findet auch die Begegnung mit dem Gegenzug statt. Hauptsächlich fahren wir hier aber durch sehr dünn besiedeltes Gebiet. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr viel Natur und vor allen Dingen eben auch Felsen. Immer wieder die Elster, die wir überqueren. Auch noch ein paar kleinere Tunnel. Also wirklich sehr abwechslungsreich, und wir waren jetzt hier bei nicht optimalem Wetter unterwegs, auch zur falschen Jahreszeit. Wenn man sich das Ganze jetzt noch vorstellt im Sommer oder im Frühling, wenn hier alles grün ist, dann kann man sich auch gut vorstellen, warum diese Bahnstrecke zu den schönsten Deutschlands gezählt wird. Sie wird in diesem Bereich nur von der Vogtlandbahn bedient, eine Regionalbahn, die hier unterwegs ist. Ab Greiz verkehrt dann auch ein Regionalexpress der Deutschen Bahn.
Wir sind ja heute auch erstmal nur bis Greiz unterwegs. Den weiteren Teil der Strecke werden wir dann im nächsten Video noch sehen können. Dann wird es allerdings schon ein bisschen dunkler sein. Sowieso ist aber der Abschnitt hier bis nach Greiz auch der besonders schöne Abschnitt dieser Strecke. Danach haben wir dann nochmal zwei Bahnhöfe, nämlich Elsterberg Kunstseidenwerk und Elsterberg. Und danach folgen die beiden Bahnhöfe von Greiz. Zunächst Greiz-Döhlau und dann der eigentliche Bahnhof von Greiz. Und ab dort fahren eben auch die REs der Deutschen Bahn. Bis dorthin nur die Vogtlandbahn und das auch nur alle 2 Stunden. Wenn man diese Strecke befahren möchte, sollte man das also schon ein bisschen im Voraus planen, eben weil sie nicht ganz so oft bedient wird. Hier nähern wir uns dann schon dem Bahnhof Greiz-Döhlau an und kurz dahinter, ein Tunnel liegt noch dazwischen, erreichen wir dann unseren heutigen Zielbahnhof von Greiz. Hier bin ich dann ausgestiegen und wollte mir auch einmal die Stadt anschauen, denn auch hier habe ich jetzt einen längeren Umstieg von über 1 Stunde. Und das ist eben das Schöne, wenn man sich so ein paar Bahnstrecken anschaut und einen längeren Umstieg hat. Man lernt auch Städte kennen, die man sonst wahrscheinlich in seinem Leben gar nicht besucht hätte. So wie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Greiz. Das war jetzt nicht sonderlich weit oben auf meiner To-Do-Liste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Eigentlich hatte ich von dem Ort davor noch nicht wirklich viel gehört. Und war demzufolge, wie ihr sehen könnt, sehr positiv überrascht. Eine sehr, sehr schöne Altstadt. Und vor allen Dingen auch verschiedene Schlösser. Also wirklich überraschend schön, dieser Ort. Wir machen uns jetzt erstmal hier auf den Weg zum unteren Schloss mit dem Schlossgarten. Ich befinde mich hier gerade im Schlossgarten und blicke jetzt auf das untere Schloss. Im Hintergrund auch noch eine sehr schöne Kirche. Da werden wir gleich nochmal hier über die Treppe ein bisschen näher hinkommen. Hier seht ihr die Kirche nochmal und dann geht es jetzt durch die Innenstadt, die nun wirklich ziemlich klein ist, zur Straße am Schlossberg. Da sieht man natürlich, es ist noch nicht alles modernisiert hier und schön gemacht. Es gibt eben auch noch einige Bereiche in der Stadt, die stark nach DDR aussehen, aber man sieht eben, dass hier viel getan wird, viel renoviert wird. Auch in dem Moment, als ich hier war, wurde viel gebaut, also Greiz ist schon jetzt sehr, sehr schön und hat auch noch viel Potenzial, noch viel schöner zu werden und dann auch vielleicht bei Touristen beliebter zu werden. Wir sind jetzt hier derweil eben am oberen Schloss angekommen. Da können wir erstmal drum herum laufen. Man kann aber auch in den Innenhof gehen. Das ist eine sehr interessante Burganlage, eher wie eine kleine Stadt in sich mit verschiedenen Häusern, die wie ein Ringwall aufgebaut sind, in der Mitte dann der Bergfried und hier sieht man eben auch noch ganz deutlich, da ist noch nicht allzu viel modernisiert worden. Hier befindet sich zwar im schönen gelben Gebäude schon ein Museum, ansonsten sind das durchaus auch noch Wohnungen hier, die eben auch noch stark an die DDR erinnern. Also auch hier wird sich noch viel tun, sieht man auch hier an diesen 3 Gebäuden sehr deutlich. 2 sind schon renoviert worden, eines ist noch
im DDR-Zustand, sage ich mal. Es ist also schon viel getan worden hier in Greiz, aber es wird auch in Zukunft noch viel zu tun sein, damit die Stadt wirklich wieder wunderschön ist. Noch ist eben relativ viel verfallen, aber bereits jetzt kann man sehen, dass Greiz wirklich sehr, sehr schön ist. Wenn ihr mal auf der Elstertalbahn unterwegs seid, kann ich es euch also wirklich empfehlen, dort in Greiz mal auszusteigen, eine kleine Pause einzulegen und später weiterzufahren. Es ist wirklich eine wunderschöne Kleinstadt, wie ihr hier auch sehen könnt. Dann wurde es für mich aber auch wirklich langsam Zeit, zurück zum Bahnhof zu gehen, denn hier wird es ja dann im nächsten Video weitergehen mit dem restlichen Teil der Elstertalbahn. Hier seht ihr den Bahnhof schon im Hintergrund. Auch der Bahnhof sehr, sehr groß. Man könnte eigentlich sagen, überdimensioniert für die kleine Stadt hier. Es gibt hier auch nur zwei Verbindungen. Früher gab es hier aber auch noch eine Strecke nach Neumark. Die existiert nicht mehr. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.